Moin, heute zeige ich euch mal, mit welchen Produkten ich so arbeite. Das ist unter anderem der Sneaker Cleaner von der Firma Sleeker. Sleeker, beziehungsweise von der Marke Sleeker. Sleeker wird produziert von der Firma BNS, die sitzen in Mainz und das ist eine Tochter der Frosch-Gruppe. Frosch-Gruppe kennt ihr wahrscheinlich, umweltverträgliche Reinigungsmittel, so hier übrigens auch, komplett umweltverträglich, ich habe damit keine Probleme. Das ist ein ganz normaler Kundenschuh, Air Force One. Nichts Besonderes, ich habe jetzt die Laces nur rausgemacht und sonst bis jetzt noch gar nichts. Der Reiniger kommt hier mit so einem Schwämmchen und einer Bürste schon daher. Die müsst ihr das erste Mal nur ein bisschen eindrücken und dann könnt ihr direkt auch schon loslegen. Bildet sich sofort so ein Schaum und ihr könnt halt schön die Mitzsohle abschrubben. Und es auch fürs Leder benutzen. So, drüber. Das ist jetzt natürlich nur so ein kleines Video. So, und damit ist die Mitzsohle halt schon wieder gut weiß. Wenn ihr Materialien habt, die ein bisschen feiner sind, zeige ich euch jetzt mal einen Trick, auch wenn der Hersteller das vielleicht nicht so gerne sieht. Ihr könnt das hier abmachen. Und dann könnt ihr die Reinigungsflüssigkeit einfach nehmen und das zum Beispiel mit Wasser mischen und mit einer Zahnbürste. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne, wenn mal kleinere Parts zu machen sind. Nehmt ihr hier eine Zahnbürste oder so einen kleinen Schwamm und dann könnt ihr hier direkt mit auf dem Upper halt auch mitarbeiten. Einfach abwischen, trocknen lassen, Lederschuhe hinterher vielleicht noch wachsen, andere Schuhe imprägnieren. Da kann ich euch von der Firma auch mal ein anderes Mittel zeigen bei Gelegenheit. Und der Schuh ist eigentlich fast sauber. Das geht relativ fix bei so einem einfachen Air Force One. Hier ist ja mit das Reinigungsmittel nochmal. Top-Zeug. Ist, glaube ich, auch nicht teuer. Das kostet, glaube ich, 6 oder 7 Euro. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal kaufen, kann ich sehr empfehlen. Viel Spaß beim Schuhputzen und bis zum nächsten Mal.